Im heurigen Sommer habe ich mich auf Einladung der Khmer Anti-Poverty Party in Kambodscha aufgehalten. Ich konnte mich persönlich davon überzeugen, wie sehr die gesellschaftliche Ungleichheit und die grassierende Korruption zu Armut und Verelendung beitragen und die immer noch nicht aufgearbeitete Vergangenheit auf den Seelen der Menschen lastet. Kambodscha, das so etwas wie eine verlängerte Werkbank unserer westlichen Konsumgesellschaft darstellt, verdient unsere Aufmerksamkeit und unsere besondere Solidarität. Nur wenn demokratische Verhältnisse und der Rechtsstaat wiederhergestellt sind, hat das Land eine Perspektive. Ich konnte aus eigenem Augenschein erleben, wie sehr politische Initiativen administrativ behindert werden, die Rede- und Versammlungsfreiheit faktisch nicht existiert und jedwede politische Aktivität großen persönlichen Gefahren ausgesetzt ist. Die kommenden Wahlen, die von Europa genau beobachtet werden müssen, können nur dann als demokratisch anerkannt werden, wenn bereits vor den Wahlen ein Mindestmaß an Rede- und Versammlungsfreiheit existiert. Nur so haben die Bewerber um politische Ämter faire Chancen.